Hast du nicht gehört? Okay, wenn du eine Waffe hast, um den umzukloppen, kein Problem. Die Königin ist nicht mehr da. Wo ist die Königin? Wie komme ich zu der hin? Gar nicht zu denen hin. Ist nirgends vor dem Weg. Also auf jeden Fall ist die Königin nicht mehr da. Nachdem ich wahrscheinlich die Prinzessin gerettet habe oder den Typen geklatscht habe hier. Aus irgendeinem erfindlichen Grund ist sie nicht mehr da. Also das größte Problem, was ich gerade habe, ist, da ich nicht weiß, was ich noch machen soll. Also ich weiß nicht, was ich noch machen soll, weil ich habe jetzt halt jedes Bonfire freigeschaltet. Ich weiß jetzt nur, dass die Königin weg ist. Die Prinzessin. Ah, siehst du, zu der Prinzessin gehört vielleicht nochmal hin. Aber die war ja auch letztes Mal nicht mehr da. Obwohl, was ist denn hier nochmal gewesen? Ja, genau, damit habe ich den Fahrstuhl erst gerufen, ne? Genau so war das. Aber trotzdem gehen wir jetzt nochmal hier, ne? Vollidiot. Hallo, 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 hallo. Dunlock for the win hier oder was? Ich war gerade komplett im Stunlock, Alter. Männchen, fällt dir irgendwas auf? Es ist nämlich was passiert, wo du weg warst. Nee, guck mal links unten in die Ecke.
Ich habe jetzt 12 Estus-Flakons. Hab noch den 12. gefunden. Irgendein Ring oder so, den ich anziehen muss. Ja, schön, du startest ja auch schon mit 4. Erhöht die Reichweite von Feinden. Aber wie viel? Öffnet das Königstor. Okay, scheint kein Königstor zu sein. Mit Stärke, Geschicklichkeit. Rein. Warum komme ich hier nicht rein? Mach das du auf! Ich habe mir neue Kleider gekauft. Extra für Fashion Souls. $20 braucht man dafür eigentlich. Von Zuli. Der Hexe, der Verführerin Alva des Wanderers getragene Hut gewährt einen zusätzlichen Zaubereislot. Aber wahrscheinlich nur, wenn ich die 20 Endpunkte habe. Als Zuli die Hexe herausfand, wie ergeben Alva der heiligen Serata war, setzte sie alles daran, ihn zu verderben. Doch letztlich verbrachte sie ihr Leben mit ihm und unterstützte ihn. Ohne Herzens Rührung und ungeliebt fand die Hexe am Ende doch Erleuchtung in ihrer nichtigen Existenz. Den hat er für Schuhe an. Backenschuhe? Okay,
sind wieder hochgeklettert, hat irgendwie nichts gebracht. Dann gucken wir nochmal bei der Prinzessin, oder? Wo ist die eigentlich hin? Die muss eigentlich hier irgendwo nur rumschwirren, oder? Muss ich sie jetzt suchen hier überall im Schloss oder was? Da müsste ich aber nochmal von vorne anfangen. Nicht, dass die hier irgendwo rumsitzt oder so, weißt du? Was ich tatsächlich ein bisschen schade finden ist, dass du auf einmal dann dieses Schwertschlüssel dann verlierst. Löst sich halt einfach auf. Wie doof. So, was soll ich jetzt tun? Leute, habt ihr eine Idee? Soll ich im Wiki gucken, wo die Bosse sind? Oder... wie finde ich sie nicht? Dann hingehen und gucken, wie ich möchte, und wie finde ich sie nicht. Alles klar, Männchen. Ich glaube, ich guck mal, um mir zumindest einen Anhaltspunkt, wo der Boss sein könnte. Was ist denn hier mit YouTube los? Geht ja gar nichts.
Also, Bosses. Of the Throne of Wand. Access over obtaining the King's Ring. Haben wir doch. Wo ist denn hier? Mehr Infos wollte ich nicht haben. Mehr Infos wollte ich nicht haben. Der Rest ergibt sich wahrscheinlich von selbst. Müsste, glaube ich, das hier sein. Okay. King's Ring soll ich anziehen. Das ist ja doch noch wichtig. King's Ring, King's Ring, King's Ring, King's Ring. Da. Ja, okay, die habe ich nie so wirklich wahrgenommen, die Tür. Dann sag bloß, wenn ich. Nee, ich probier's für mich aus. Ja, die Tür habe ich total vergessen, dass sie hier noch ist. Bin ich ganz ehrlich. Das ist jetzt die einzige Information, die ich jetzt im Internet gelesen hatte. Ah, da bist du wieder. My journey is already complete. My name is Shanalot. The dragon gave me this name, for I was born with none. I was born of dragons, contrived by men. By ones who would cozen fate herself. They are the ones who created me. But they failed. I did not come out as intended. Fate would not be best, and men were cursed once again. If you proceed, Nashandra will come after you. Knowing that you will take the throne and link the fire, she covets the first flame and the great soul. Put Nashandra to rest. Mach ich gerne. Jetzt immer nur in Text war und dann ist vorbei. Na gut. Da unten ist schon wieder so ein Foggate. Thron des Verlangens. Muss ja ganz schön gewalt latschen und ich habe schon alle Bonfires, ne? Also da gibt es nicht, hier hinten ist ein Boss und da muss ich hier jedes Mal runterlatschen. Vengards Kopf und Rüstung. Boss-Time war, würde ich sagen. Nur für den Fall, dass Blitz vielleicht mehr Schaden macht.
Thronwächter und Thronverteidiger. Scheiße. Okay, irgendjemand hat richtig Schaden gekriegt. Junge, lass mich rollen. Ich dachte, die haut nicht zweimal zu. Okay, Thronwächter und Thronverteidiger. Thronwächter und Thronverteidiger 1. Speichern. Du kommst erstmal darüber. Okay, also der Thron. Also der Schildtyp, der ist empfindlich gegen Feuer anscheinend. Okay. Jetzt. Muss jetzt jedes Mal warten, bis die Tür aufgeht? Wie lame ist das denn? Vielleicht gehe ich erst auf die alte. Der Typ ist ja ein bisschen. Na, wie soll ich sagen? Ein bisschen immobil? Kann man das so sagen? Nehmen wir jetzt die alte Platz. Oh ja. Die mag keinen Blitz. Na, da ist ja ein Abgrund. Ey, ganz ehrlich, ne, an diese Tür habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Ich ganz ehrlich. Das ist doch reine Schikane, Leute. Das ist doch reine Schikane. Vor allem dieser Run of Shame, weißt du? Ist ja nicht wirklich Walk of Shame, aber
Dieser Run of Shame. Da kriege ich auch 500. Dann bleibe ich doch erstmal. Hallo, ich drehe, ich rolle. Ja, okay. Tu mal kurz abwählen. Abwählen. Okay, dann bleib angewählt. Ein bisschen agiler die Frau. Hier mit deinen drei Angriffen, ey. Allerdings lassen sie mich trinken, ne? Die sind manchmal so schnell. Weg. Weg! Ja, genau. Der mich noch trifft, ey. Keine Ausdauer habe, what the fuck? Ach, wird voll gemacht, ja, nice. Ich bin dran! Hallo? So, Thronwächter und Thronverteidiger. Tschüssikowski. Brave undead, you have proven yourself to me. Huh? Who the fuck are you? Now, be one with the dark. Echt jetzt? Ich habe aber nichts. Okay, ich hab...
ich hab die hier. Na, wie hieß sie? Na, Chandra? Fuck mal, ich hab nie auf den Namen geachtet, ey. Na, Chandra. Na, Chandra 1. Hätte ja fast geklappt mit den Lebenssteinen, ne? Du Spast. Du triffst mich nie wieder, du Sack. Mach der Brett auf! Sofort! Ich hätte einen Lebensstein weniger machen sollen, dann hätte ich wahrscheinlich rechtzeitig ausweichen können. Aber dadurch, dass ich einen Lebensstein zu viel benutzt habe, konnte ich nicht mehr wegrollen und hat sie mich dann platt gemacht. Achso, warte mal, bevor ich das vergesse. Also ich schätze mal, die sind jetzt tot, oder? Die Torwächter und so. Ich habe ja ihre Seelen bekommen. Dann nehme ich mal an, dass die tot sind. Kann ich jetzt 37 von 41 Bossen... Jasmin Emeschina sagt, hätte Fahrradkette. Oder was war das jetzt? 1, 2... 38, ne? 38 von 41, glaube ich. Oder muss ich jetzt nochmal gegen die Torwächter kämpfen? Oh, ist ein neues Video. Grave undead. You have proven yourself to me. Derselbe Text. Nur ein anderes Video. Be one with the dark. Okay, ich hol mir aber erstmal meine Seelen. Meine, wieso denn nicht, oder? Chandra 2, Stefan 0. Schön geil, wenn man irgendwie nicht zum Trinken kommt, dann, ne? Also das hätten sie sich aussparen können, ne? Mit dieser Tür. Reine Schikane. Und den Weg hätten sie auch kürzer machen können. Aber ich glaube, das ist der Endboss, ja. Aber wir haben noch nicht alle Bosse, es gibt noch andere.
ich das richtig verstanden habe, ist Nashandra die Königin, die den König Vendrick oder Vendrick ins Verderben gebracht hat. Teufel, hast du mich getroffen? Bist du zu nah dran, kommt sie mit ihrer Sichel. Bist du zu weit weg, schießt sie mit ihren Laseraugen. Ich hasse mein Leben. Mann, ey, dieses scheiß Fuck-Programm, ey, wirklich. Schön den Stream unterbrochen, ey. Danke, Fuck-Programm, ey. Und sind jetzt zwei Videos? Sind jetzt zwei Videos, danke, ey. Fick dich, Scheißprogramm, ey. Ja, mach doch noch mehr Schaden, Alter. Mach doch noch mehr Schaden, wirklich. Du machst ja nicht schon genug, mach noch mehr, komm. Mach mich One-Hit, ey. Jasmin Emeschina sagt, wie schwer willst du sein? Dark Souls 2, so ja. Ja. Also für Ausdauer kann man manchmal gar nicht haben, ey. Wie häufig die da zuschlagen, ey. Fluch, ja, ne? Aber ich nur den einfachen.
Jasmin im Mäschen sagt, Chef, der Endboss ist OP und macht Unschein. Sollen wir das ändern? Nein. Ich weiß nicht, wann ich sonst zum Heilen kommen soll. Der macht ja nicht One-Hit, aber voll übertrieben mit dem Fluch. Mann, wie oft willst du eigentlich noch wiederkommen? Hm? Gehst mir jetzt schon auf den Sack. Mach das Brett auf. Los. Schneller. Schneller. So, also erstmal scheiße, dass... Ach man. Erstmal scheiße, dass das eine Programm, Malware Bytes heißt das, ja, dass es so ging. Gegen Viren und Malware und sowas alles, ne? Da kam dann so ein Pop-Up-Bericht. Ich habe auf X gedrückt. Der Pop-Up-Bericht geht nicht zu. Ich drück nochmal und in dem Moment geht der zu. Und dann schön auf dem Button Stream beenden. Bam. So ein Scheißprogramm, ey. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich die zwei Videos wieder zusammenschneide, ey. Entweder muss ich mir die Mühe machen, die Kacke runterzuladen und hier offline zusammenzuschneiden oder bei YouTube irgendwie zusammenzuschnippeln, ey. Falls man das bei YouTube überhaupt noch machen kann. Ich weiß, dass man das früher machen konnte. Dass man da mehrere Videos zusammenschneiden konnte. Aber ob das jetzt immer noch geht... Ich weiß ja, weil ich bei der Scheiße rollen soll. Okay. Dich mach ich mal aus, sonst gehst du mir auf den Sack. Bin jetzt schon wieder ein bisschen salty. Liegt aber nicht am Spiel, sondern am PC. Weil der gerade nur Scheiße baut. Gepaart mit dem Spiel plus PC Kacke bauen, gleich salty. Weil mal wieder die Hälfte nicht funktioniert. Und dann, ne, das Tür, mein Deutsch, das Tür geht nicht rechtzeitig auf. Die Weg ist viel zu lang. Salty, wo sind die gekochten Eier? Oder das Brot mit Butter, SKHOWR Popcorn. Aber so ein richtig schönes, frisches Brot, frisch vom Bäck. Dazu schön Butterruf. Eine schöne Prise Salz. Mh, lecker. Lecker. Pff, von mir aus auch selbst gebacken, aber bin auch mit dem richtigen Bäckerbrot bin ich auch zufrieden. Ich meine jetzt kein Brot von der Stange, ne? Das dann gibt man einfach HP.
Hallo. Spiel. Give me a chance. Vielleicht besser, wenn ich sie anvisiere? Kann ich 3 jetzt reinbringen? Vielleicht sogar 4. Ran an den Gegner. Schlag. Bam, weg bist du. Get the fuck out my game. Na, Chandra-Seele. Dankeschön. Schöner Rücken kann auch entzücken. Zum Thron gehen. Okay. Ich wollte es aber noch nicht beenden. Ne? Also, so viel will ich schon mal sagen. Falls es jetzt doch beenden sollte und die Credits kommen, ja, dann ist es halt so. Kann ich denn auch nicht ändern. Das war neu. Ja, die Explosion war neu. Backt ihr 4 selbst? Who link the fire? You who bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. My throne. Great sovereign, take your throne. Dem Kleid sieht aus. What lies ahead, only you can see. Ich nicht so wegen dem Abwasch. Habt ihr nicht so einen Geschirrspüler? Credits! Woo! Ja, ich muss echt mal gucken, wie ich das dann schneide.
Ach so, meinst du das? Mhm. Nicht mehr, wenn du vorher ein bisschen ausspülst. Das ist trotzdem Arbeit. Ja, haben wir durchgespielt, würde ich sagen. Ich gucke aber erstmal nach den Credits, ob wir jetzt immer noch in unserem aktuellen Game sind. Ne? Oder ob jetzt automatisch New Game Plus anfängt. Wenn jetzt automatisch New Game Plus anfängt, ist das Spiel somit beendet. Wenn ich jetzt in mein aktuelles Spiel wieder zurückkomme, dann gucken wir noch nach den anderen Bossen, die noch übrig bleiben. Heute Fragen kostet nur 30 Sekunden am Handy. Na, frag mal jetzt. Ich glaube nicht, dass sie jetzt noch ein Brötchen macht für dich. Oder ein Brot. Das ist, glaube ich, hier auch zu spät. Oder meinst du, sie würde das jetzt noch machen? Nee, ne? Wäre doch viel zu spät. Die steht da bestimmt schon mit einem halben Bein im Bett. Oder liegt mit einem halben Bein schon im Bett. Ja, bis jetzt 576 Tode. Mhm. Würde ich Dark Souls 2 nochmal spielen, mit dem Wissen, was ich jetzt habe? Schwer zu sagen. 30% würde ich sagen ja, 70% nein. Ist mir irgendwie zu viel Backtracking ist. Das Problem ist, du hast ja nicht mal eine Map oder sowas. Also eine richtige Map. So wie bei... ich sag jetzt mal sowas wie bei Metroid oder so, ne? Oder sowas wie bei... kann ja auch so eine rudimentäre Map sein, wie bei Hollow Knight oder so, ne? Aber irgendwas, wo du siehst, okay, da war ich schon, da war ich schon, da muss ich noch hin. Oder wo man irgendwelche Marker setzen kann oder irgendwelche... Notes erstellen kann, von wegen da ist noch was. Aber dadurch, dass du hier wirklich gar nichts hast und dann entweder machst du selber Notes auf dem Blatt Papier oder du bemerkst dir die Sachen im Kopf. Ich muss sagen, manche Sachen habe ich ja gut gemerkt, ne? Andere Sachen wieder gar nicht. Ich würde es gar nicht anfangen nach dem Sehen. Aber Dark Souls 3 probierst du trotzdem. Ich muss aber auch sagen, wie gesagt, Dark Souls 3 macht einen deutlich besseren Job. Was auch die Fairness angeht. Dark Souls 3 hat auch ein paar unfaire Stellen. Aber die sind längst nicht so krass wie hier. Dann spielen wir mit Magie. Ja, Magie geht auch, aber wenn du an den falschen Gegner kommst, dann schaffst du mit Magie auch nichts mehr. Manchmal brauchst du halt so einen Mischmasch. Auch wie bei Magie, so von wegen, du zauberst halt so die ersten Schüsse rein und machst den Rest der HP dann mit einem Feilchen oder sowas, keine Ahnung.
Oder halt ein Dolch oder so. Ja. Aber halt irgendwas, was mit Magie halt skaliert, ne? Es gibt ja auch magische Waffen, die skalieren ja mit Intelligenz. Und dadurch, dass du ja eh Intelligenz irgendwie ein bisschen skillst durch deine Magie, wenn du jetzt Magier spielst, ne? Geht das ja so Hand in Hand. Als Bogenschütze skillst du ja auch die ganze Zeit Beweglichkeit, das heißt, du kannst dann auch Beweglichkeitswaffen benutzen, sowas wie Hellebarden, glaube ich, ne? Speere. Oder halt Katanas. Das geht ja so ein bisschen Hand in Hand. Bei Armbrust ist es halt wieder so, dass du wieder Stärke brauchst, ne? Deswegen habe ich ja auch bei meinem Charakter hier eine Armbrust und keinen Bogen. Weil die Armbrust skaliert mit Stärke und nicht mit... nicht mit Beweglichkeit. Deswegen würde dir wahrscheinlich auch eine Armbrust gar nichts bringen, ne? Weil du bist ja eh auf Beweglichkeit. Hat Nissa ja gemacht. Magier, ja. Ich habe ein Geschickschwert. Ja, aber wenn der Bogen auf Stärke nur mit E skaliert, ist das so gut wie gar nichts. Also kannst du 40 Stärkepunkte haben und du kriegst gerade mal auf deinem Bogen vielleicht 10 Schaden mehr. Wow, und dafür hast du 40 Stärke investiert. Also, wenn irgendwas richtig gut skalieren soll, müsste es mindestens C haben. Mindestens. Wenn nicht sogar B. Ja, du brauchst aber nicht nur den Großbogen, also du brauchst ja nicht nur Stärke für den Großbogen, du brauchst ja dann später auch noch Großpfeile. Nix Großpfeile, nix Großbogen. So, die Credits sind gleich durch, Leute. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt in New Game Plus anfangen oder ob wir noch in unserer, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, alten Welt weitermachen. Die kannst du schon kaufen, nice. Hast du da irgendeine besondere Asche gefunden, oder was? Dieb ist wichtigster Mann. Den du da auf Streife schicken kannst. Ich glaube, Dark Souls 3 spiele ich auch irgendwann nochmal. Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Thronerbe Achievement.